Seit ungefähr 6 Jahren verwende ich nun Sony-Kameras und ich bin vom Einsteiger bis zum Berufsfoto- bzw. Videograf den kompletten Weg mit Sony gegangen und möchte in diesem Video meine Erfahrungen mit euch teilen. Hi, ich bin Lukas und ihr seid bei der Fitch Gallery. Ihr interessiert euch fürs Filmen und Fotografieren? Dann abonniert meinen Kanal, denn ich poste regelmäßig Videos genau zu diesem Thema und gebe euch Tipps und Tricks, wie ihr eure Fotos verbessern könnt. Aber im heutigen Video geht es um Sony-Kameras und meine Erfahrung, wie ich die letzten 6 Jahre mit Sony zurechtgekommen bin, und ich möchte euch so die Vor- und Nachteile zeigen, die eben Sony-Kameras haben. Ich habe für dieses Video kein wirkliches Konzept oder irgendwie ein Skript geschrieben. Ich habe mir nur hier eine Liste gemacht mit verschiedenen Punkten, die ich euch unbedingt mitgeben möchte. Ich werde das Video sehr, sehr gut aufgliedern, damit ihr da hin und her springen könnt, und die einzelnen Kapitel immer mit Plus und Minus markieren, damit ihr auch seht, was positive Punkte sind und was negative Punkte sind. Starten wir zuerst mit meiner Geschichte. Ich habe 2016 meine erste Drohne gekauft und nach der Drohne meine erste Kamera. Denn ich habe gemerkt, dass man sich mit der Drohne nur sehr, sehr schwer selbst filmen kann, und deswegen habe ich mir damals die Sony Alpha 6500 gekauft, und das war meine Einstiegskamera, die mir eben die Welt des Filmens und Fotografierens gezeigt hat. Sehr, sehr schnell war ich begeistert und ein bisschen übermotiviert und habe mir noch eine Alpha 6300 dazu gekauft als B-Kamera, beziehungsweise haben wir in der Zeit auch unsere erste Hochzeit gefilmt, und dafür brauchte ich eben eine zweite Kamera, um eben meinem Freund auch eine Kamera geben zu können, damit wir diese erste Hochzeit filmen konnten. Ansonsten habe ich großteils Sport fotografiert, also Wakeboarden. Ich war damals wirklich aktiver Wakeboarder und habe da viele Videos und Fotos eben für Freunde und mich selbst erstellt, und das war so der Einstieg in die Foto- und Videografie. Mittlerweile habe ich auch noch die Sony Alpha 6000, die Sony A7 III und die Sony A7 S III. Das sind nun alle Kameras, die ich von Sony gekauft habe, und alles in allem kann ich euch mein kleines Fazit jetzt schon verraten, war ich sehr, sehr zufrieden. Allerdings gibt es viele Kleinigkeiten, die eben Sony speziell hat, beziehungsweise die andere Hersteller nicht haben, und auf die gehen wir jetzt mal genauer ein. Der erste Punkt ist der Preis, und zwar sind Sony-Kameras an sich vielleicht nicht die günstigsten Kameras, allerdings ermöglichen sie Einsteigern, von günstigen Kameras auszuwählen und dann immer sich abzugraden, mehr oder weniger. Andere Kamerahersteller haben beispielsweise gar keine Kamera, die unter 3000 Euro oder unter 2000 Euro liegt. Das heißt, der Einstieg in die Fotografie ist mit Sony-Kameras preislich gesehen viel, viel einfacher als mit anderen Herstellern. Als ich damals mit dem Filmen und Fotografieren begonnen habe, hätte es auch von Canon eine gute Einsteigerkamera gegeben. Allerdings ist die Sony Alpha 6500 doch eine sehr, sehr kompakte kleine Kamera, und das hat Sony damals wirklich ausgezeichnet, dass eben die Kameras klein, kompakt und vor allem spiegellos waren. Und deswegen habe ich mich damals für Sony entschieden. Der nächste Punkt, der mich zu Sony gebracht hat, war auch der Autofokus. Denn damals, als die Sony Alpha 6500 auf den Markt kam, wurde diese Kamera mit einem sehr, sehr guten Autofokus beworben, und davon habe ich mich auch anstecken lassen, denn der Autofokus ist bis heute wirklich, wirklich gut, und das war auch ein wichtiger Punkt für mich, dass ich eine Kamera kaufe, die einen guten Autofokus hat, und deswegen, ja, bin ich damals eben bei Sony gelandet. Der erste negative Punkt, der mir bei den Sony-Kameras dann aufgefallen ist, ist, dass es sehr, sehr viel Auswahl gibt. Das heißt, ihr habt eben, was vorher ein Pluspunkt war, den Einsteigerbereich bis hin zu den Profikameras. Ihr habt eine sehr, sehr große Range an Kameras, die ihr kaufen könnt. Das ist einerseits ein Vorteil, wenn ihr euch nach und nach steigern wollt. Allerdings ist das zu Beginn auch wirklich ein kleiner Nachteil, denn ihr habt eine Auswahl aus 20 Kameras und wisst nicht genau oder müsst euch eigentlich mit jeder einzelnen genau beschäftigen, um herauszufinden, welche nun die beste ist für euch. Gerade bei der Alpha 6000er Serie ist das meiner Meinung nach so, dass ihr da die Alpha 6000, die Alpha 6300, die Alpha 6400, die Alpha 6500 und die Alpha 6600 plus die Alpha 7C habt, die alle im selben Body sind und alle unterschiedliches können.
Das ist meiner Meinung nach ein klein wenig verwirrend und ja, es hat Vorteile und Nachteile, aber ich möchte das hier als kleinen Minuspunkt anbringen, denn hier wird man als Einsteiger definitiv gut und gerne mal verwirrt. Kommen wir zu den Objektiven. Als ich damals begonnen habe, war die Auswahl an Objektiven noch nicht ganz so groß und die Objektive waren sehr, sehr teuer, denn es waren halt Sony-Objektive und eben nur für diese Kameras gedacht. Die Objektive waren einfach gefühlt immer so ein 200-300 Euro teurer, als sie es beispielsweise für Canon waren. Allerdings hatte Canon damals schon unterschiedliche Objektive, die mit gewissen Kameras nicht übereinstimmen, beziehungsweise nur mit Adapter. Und deswegen war ich auch irgendwie zu Sony hingezogen, denn die Objektive für Sony passten auf jede Kamera und man konnte diese dann auf jeder Kamera verwenden. Jetzt zur heutigen Zeit ist das kein Thema mehr. Objektive gibt es für Sony-Kameras wirklich genug und man kann auch auf Sony-Kameras alle Objektive verwenden. Und auch von Sigma oder Tamron gibt es sehr, sehr viele Objektive, die wirklich, wirklich gut sind und die sehr, sehr preisgünstig sind für Vollformat bzw. auch für APS-C-Format-Kameras. Das heißt, Objektivauswahl habt ihr heutzutage genug und ihr könnt auch alle anderen Objektive von Nikon oder Canon auf einer Sony-Kamera verwenden mit einem passenden Adapter. Der nächste Minuspunkt, den ich Sony gebe, sind die Akkus. Denn früher bei der Sony Alpha 6500 hatte man die kleinen Sony Akkus, also die alten Sony Akkus, und die waren viel zu klein für die Kameras bzw. für das, was die Kamera konnte. Denn mit der Sony Alpha 6500 konnte man in 4K filmen und das war einfach mit dem kleinen Akku mehr schlecht als recht, denn man konnte, glaube ich, 20 oder 30 Minuten mit einem Akku durchfilmen und dann war der Akku leer. Und gerade wenn man eine Hochzeit filmt und noch zwei Kameras, nämlich die Alpha 6500 und die Alpha 6300 verwendet, dann braucht man da 15 Batterien, um den ganzen Tag wirklich brauchbar durchfilmen zu können. Und das war doch sehr, sehr schwierig bzw. ja, nicht ganz ideal. Das ist heute mit den neueren Kameras etwas besser, denn da haben wir eine etwas größere Batterie. Und zwar sieht die so aus, aber auch diese Batterien sind ja noch nicht ganz ideal. Keine Ahnung, irgendwie wäre es mir doch lieber, wenn man mit den Kameras noch eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde länger filmen könnte, ohne dass man sofort wieder den Akku tauschen muss. Und vor allem, wenn man jetzt in der Kälte filmt, dann sind die Akkus noch schneller leer und das ist ja nicht ganz ideal. Aber muss ich auch dazu sagen, bei anderen Kameraherstellern hat man diese Probleme vielleicht auch. Aber ja, ist ein kleiner Minuspunkt für Sony. Der nächste Pluspunkt für Sony ist das Filmen, denn mit der Sony Alpha 6500 konnte man schon in 4K filmen und da war die Sony Kamera doch eine der ersten, die das konnte. Canon hat sich da viel, viel länger Zeit gelassen und da war Sony eben viel, viel schneller. Außerdem hat Sony eine sehr, sehr kompakte Baugröße, was beim Filmen förderlich ist, wenn man einen Gimbal verwendet, denn so konnte man relativ schnell eine gute Kamera auf einem Gimbal verwenden. Da war die Sony Alpha 6500 perfekt, denn die konnte man wirklich auf jeden Einsteiger-Gimbal wirklich perfekt ausbalancieren. Viele hatten damals angemerkt, dass die Sony-Farben beim Filmen nicht so schön sind wie die Canon-Farben. Schreibt mir da einfach mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Ich bin der Meinung, heutzutage macht es nicht mehr ganz so einen großen Unterschied. Damals, ja, konnte man darüber diskutieren, aber es war halt trotzdem irgendwie beides sehr, sehr gut brauchbar und man konnte mit beiden Kameras sehr, sehr gut filmen. Nur mit der Sony konnte man es schon in 4K. Als nächsten Punkt habe ich noch einen Minuspunkt hinzugefügt, der eigentlich heutzutage kein Minuspunkt mehr ist, aber für mich war er es damals schon ein klein wenig, denn bei der Sony Alpha 6500 hatte man das Problem, wenn man sehr, sehr lange durchfilmte in 4K, dass die Kamera zu heiß wurde. Das war, wie gesagt, mit der Sony 6500 ein kleines Problem, aber verglichen mit Canon, die das bis heute irgendwie noch nicht ganz so im Griff haben, war das damals gar nicht so schlimm. Mit den neueren Sony-Kameras wie der Sony A7 III beispielsweise oder der Sony A7 S3, mit der ich gerade filme, da habt ihr dieses Problem nicht mehr und ihr könnt da wirklich sehr, sehr lange filmen, gerade mit der Sony S3. Da könnt ihr wirklich für immer filmen, da wird auf gar keinen Fall irgendetwas heiß. Bei der A7 III weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, in 4K, wenn man wirklich draußen in der Hitze viel und lang filmt, wird sie schon heiß, wobei hier habt ihr die Möglichkeit einzustellen,
wie sensibel sie auf Hitze reagiert, und ihr könnt dann noch einen extra Bereich freischalten, dass sie länger und wärmer wird. Allerdings schreibt Sony dann, glaube ich, irgendwas hin, dass die Kamera beschädigt werden kann. Egal. Auf alle Fälle, mit der Sony A7 III hatte ich nie Probleme, dass sie überhitzt ist, und mit der S3 schon gar nicht. Aber mit der Sony Alpha 6500 hatte ich dieses Problem, gerade als ich meine ersten YouTube-Videos gefilmt habe. Denn da habe ich einen Monitor und eine externe Batterie. Also ich habe das Ganze über eine separate Batterie gepowert. Und da hatte ich das Problem, dass die Kamera echt nach 20, 30 Minuten so heiß war, dass ich kurz Pause machen musste, um später weiter zu filmen. Der nächste Pluspunkt ist die Fotografie, denn da hatte ich wirklich mit der Sony A7 III den größten Spaß. Die Sony A7 III ist eine super Allround-Kamera und auch für Einsteiger interessant. Die ist auch für Einsteiger interessant, und wenn euch das interessiert, habe ich hier ein eigenes Video, wo ich darüber genauer berichte. Ich habe ja früher, wie gesagt, sehr, sehr viele Wakeboard-Fotos gemacht, und da war eine Serienauslösung vom Vorteil. Da hatte die A7 III schon 13 Bilder, glaube ich, sind es in der Sekunde, mit perfektem Autofokus, und da war ich wirklich sehr, sehr zufrieden, und die Bilder sind echt, echt toll geworden, sehe ich mir bis heute sehr, sehr gerne an. Auch beim Fotografieren gibt es wieder diese kleine Diskussion über den Farbraum bzw. über die Farben, die die Kamera ausspuckt, und da wird auch Canon irgendwie immer noch bevorzugt oder wurde damals bevorzugt. Heutzutage, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin der Meinung, dass man jetzt kaum mehr einen Unterschied kennt und es wirklich egal ist, ob man mit Canon oder Sony fotografiert. Kommen wir auch schon zum nächsten Nachteil, und zwar ist das der Display. Sony hat sich wirklich sehr, sehr lange geweigert, wirklich gut schwenkbare Displays zu bauen. Denn bei der Sony Alpha 6500 und auch bei der Sony A7 III konnte man den Display maximal so weit irgendwie ausklappen und der Rest war irgendwie verhindert. Bei Canon-Kameras konnte man damals schon den Display hier seitlich drehen und nach vorne. Das heißt, wenn man sich selbst gefilmt hat, dann sah man sich auch im Display selbst. Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man solche YouTube-Videos erstellt. Generell war damals Sony irgendwie bei YouTubern sehr, sehr beliebt, weil die Qualität halt einfach spitze war. Aber Sony hat echt ewig gebraucht, um eine Kamera mit schwenkbarem Display zu bauen. Und erst mit der Sony A7 S3 ist es ihnen gelungen, einen Display zu bauen, der sich zur Seite rausschwenkt und mit dem man sich selbst sehen kann. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schwach. Ich hätte mir da viel früher schon einen schwenkbaren Display gewünscht, auch weil es am Gimbal beispielsweise von Vorteil ist, wenn der Display irgendwie sich seitlich rausschwenken lässt. Ich habe meine Sony A7 III so umgebaut, dass ich den Display bis hier runter schwenken kann und, wenn ich die Kamera verkehrt halte, mich quasi über den Display hier selbst sehe. Wenn euch das Video interessiert, wie ich das gemacht habe, findet ihr auch hier oben. Die Displays selbst, die Helligkeit und die Qualität sind auch bei anderen Kameraherstellern etwas besser. Das habe ich recherchiert, denn ich persönlich habe ja nur Sony-Kameras verwendet und deswegen bin ich mit dem Display jetzt doch zufrieden, weil ich halt nichts anderes kenne. Aber andere YouTuber berichten da, dass es doch bessere Kameradisplays gibt, als es die Sony-Displays sind. Mich persönlich stört das nicht ganz so viel, denn beim Filmen verwende ich ohnehin immer einen extra Monitor und beim Fotografieren verwende ich meist den Sucher. Der nächste Pluspunkt, den ich schon ein bisschen erwähnt habe, aber den ich jetzt nochmal extra ausführen möchte, ist die Baugröße. Sony hat immer schon die kompaktesten Kameras irgendwie gebaut, die es so gab, und gerade mit der Sony Alpha 6500 waren sie wirklich in einem Bereich, wo man extrem gute Videoqualität mit einer sehr, sehr kleinen Baugröße kombiniert hat, und das war einfach einzigartig zu dieser Zeit. Gerade Canon war immer etwas wuchtiger und größer, auch was die Objektive angeht, und da war Sony mir einfach etwas lieber, denn man muss ja das Kameraequipment auch in einem Rucksack irgendwie immer mitnehmen, und da lohnt es sich einfach, ein leichteres Setup zu haben oder ein kleineres Setup zu haben und nicht eben so schwere Kameras. Sony war da immer vorne mit dabei, und auch jetzt mit der Sony A7 S3 oder der Sony A7 III habt ihr eine Vollformatkamera, die wirklich sehr, sehr kompakt ist, und wenn ihr das Batterieproblem etwas lösen wollt, dann könnt ihr einen Batteriegriff verwenden und die Kamera wirkt dann etwas größer, wie es beispielsweise eine Canon-Kamera machen würde. Der vorletzte Minuspunkt, der mir bei Sony-Kameras noch aufgefallen ist, ist das Menü.
Mir persönlich ist das nicht ganz so ein Dorn im Auge, denn ich kenne nichts anderes. Ich weiß, wie das Sony-Menü ist und ich finde auch alles, weil ich es halt nicht anders kenne. Allerdings mache ich das Ganze auch seit 6 Jahren. Jetzt mit der Sony A7 S3 haben sie das Menü etwas geändert und ähnlich anderen Kameraherstellern angepasst. Und nun fällt es auch mir auf, wie viel einfacher dieses Menü ist im Vergleich zum Menü der Sony A7 III. Da war Sony auch irgendwie relativ lange sehr, sehr schwach, denn da hat sich bei jeder neuen Kamera immer jeder beschwert, dass sie wieder das alte Menü verwenden und dieses Menü so unübersichtlich ist, dass man eigentlich kaum das findet, das man sucht. Und das stimmt bis heute, denn bei alten Kameras hatte man wirklich 14 Unterfenster mit verschiedenen Ausklappbaren. Ja, es war einfach die Hölle, aber ich persönlich kannte es nicht anders und deswegen ja, war es mir nicht ganz so ein Dorn im Auge, beziehungsweise hat es mich nicht ganz so gestört. Dennoch muss man dazu sagen, dass andere Kamerahersteller viel, viel bessere Kameramenüs machen und dass sich Sony da eine große Scheibe abschneiden könnte. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist zwar ein ganz, ganz kleiner Punkt, aber ich verstehe es einfach nicht, warum Sony das gemacht hat. Und zwar geht es um die neue Sony A7 S3, mit der ich gerade filme, und der Sony A7 III. Das hier ist eine Allround-Kamera, die wird verwendet zum Filmen und Fotografieren und ist überall gut, ja, nicht perfekt, aber überall gut. Die Sony A7 S3 wiederum hat nur 12 Megapixel und ist eine reine Filmkamera. Man kann schon damit fotografieren, aber sie ist gedacht als reine Filmkamera oder als Filmkamera. Und beim Filmen verwendet man regelmäßig sowas hier. Das ist eine Dummy-Batterie, also die gibt man in das Batteriefach und erhält den Strom dann aus einer großen Batterie wie... wie dieser hier. Ich habe ein Video, wo ich meinen Kamera-Rig genauer zeige, das findet ihr hier. Und das ist so herkömmlich, wenn man wirklich große Shoots macht, beziehungsweise wenn man seine Kamera voll ausbaut und man nutzt dann eine Batterie, um alles mit Strom zu versorgen. Die Sony A7 III, also die Hybridkamera, die eher fürs Fotografieren gedacht ist, hatte beim Batteriefach hier diese kleine Ausnehmung. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Hier, seht ihr das? Die ist dafür gedacht, dass eben das Kabel, wenn ihr diese Batterie in die Kamera gebt, das Kabel hier aus diesem Schlitz herauskommt. Das heißt, ihr musstet den Deckel nicht abmachen, sondern nur dieses kleine Fach hier aufmachen und das Kabel konnte ganz einfach herauskommen. Bei der Sony A7 S3, die zum Filmen gedacht ist, gibt es das einfach nicht. Die haben da kein Fach reingemacht, damit man da mit dem Kabel einer Dummy-Batterie irgendwie herauskommt. Das heißt, man muss den Deckel, so wie ich ihn jetzt hier abmontiert habe, immer abmontieren, wenn man eine solche Batterie verwenden möchte, beziehungsweise muss man das Fach einfach offen lassen, wenn man eine solche Batterie verwendet. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Absolut nicht. Warum kann man nicht einfach den Deckel der Sony A7 III nehmen, der das Fach hier hat und man hat da seine Ruhe? Nein, Sony baut hier diesen Deckel, der wieder, ja, Kamerahersteller. Kommen wir auch schon zum Fazit über die Sony-Kameras und da muss ich euch sagen, bin ich alles in allem sehr, sehr zufrieden. Ich war mit den Kameras bis jetzt immer zufrieden, bis auf die Batteriedeckel, aber die Kameras sind wirklich, wirklich toll und ich mag Sony einfach. Dieses Video ist natürlich nicht gesponsert, ich sage das nicht, weil ich es muss, sondern weil ich die Kameras seit 6 Jahren verwende und damit einfach zufrieden bin. Ein kleiner Punkt, der noch zu bedenken ist, dass ihr die Sony-Objektive nur ganz, ganz schwer auf anderen Kameras verwenden könnt. Ich habe zum Beispiel an einem Punkt überlegt, auf eine Blackmagic-Kamera zu wechseln, weil einfach die Bildqualität, 6K-Filmen etc. wirklich interessant gewesen wäre. Aber ich kann meine Sony-Objektive, soweit ich weiß, nicht auf einer Blackmagic-Kamera verwenden. Solltet ihr da einen Trick kennen, schreibt es mir unten in die Videobeschreibung.
aber der Grund dafür ist der, dass Sony das Kamerasystem ist mit dem geringsten Abstand zwischen Objektiv und Sensor. Das heißt, das Objektiv ist sehr, sehr nahe am Kamerasensor und dadurch kann man diese Objektive nur schwer auf andere Kameras bauen und erhält dann eben die richtige Brennweite bzw. den richtigen Fokus. Glaube ich, aber es ist halt wie gesagt schwierig, Sony-Objektive auf anderen Kameras zu verwenden. Aber wenn man bei Sony-Kameras bleibt, dann kann man die Objektive immer nutzen und der Vorteil ist, es sind keine verschiedenen Varianten von Objektiven und man kann alle Objektive auf allen Kameras nutzen. Sogar die APS-C-Format-Objektive kann man auf Vollformat-Kameras nutzen, was sehr, sehr praktisch ist, gerade bei Weitwinkelobjektiven, weil ihr da dann wirklich sensationelle Fischaug-Looks hinbekommt mit APS-C-Format. Egal. Alles in allem war ich mit Sony-Kameras immer zufrieden und werde es auch noch sehr, sehr lange sein, nehme ich mal an. Sollte sich daran was ändern, lasse ich es euch natürlich wissen. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es war für euch gut genug strukturiert und ihr habt alles gefunden, was euch so interessiert über Sony-Kameras. Hier findet ihr noch weitere Videos, die für euch nützlich sein sollten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, ciao!